Ah, da war nämlich noch einer rechts um die Ecke. Der da, den hat es gar nicht gejuckt, oder was? Da hinten steht noch einer. Wir tun jetzt hier mal stealth-mäßig das ganze Lager aushorten. Da ist noch einer. Oh shit. Wurde noch nicht bemerkt. Hinten sind zwei. Da müssen wir hin. Den würde ich gerne noch auslöschen. Vorher. So, und jetzt sind die natürlich aufmerksam auf uns geworden. Da hinten die Kollegen. Da ist einer. Da ist einer. Holen uns mal den hier. Hat uns anscheinend jemand bemerkt. Irgendwelche Leuchtkugeln hoch. Das ist erstmal egal, das. Wenn wir doch mal ein bisschen brachialere Taktiken ausprobieren. So, was ist jetzt hiermit? Berechne Alternativroute. Na gut, jetzt müssen wir da hinten lang. Wir waren die Siegmeister jetzt oder was? Aber nicht mit mir, Leute, nicht mit mir. Halsschuss, ne? Da sind zwei Stück. Ach, was soll's? Granate oder so, kleine Mist, so. Hast du mich erschrocken, wo kommst du denn her? Okay. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Wir haben eh volle Munition. Dadurch, dass wir die eben alle gestealtht haben. Prophet, hier sind überall Zell. Ich muss raus. Wir treffen uns im Labor. Beeilen Sie sich! Dekondusche benutzen. Ja. Dekontaminationsdusche nehme ich mal an. Soll das heißen? Na gut, wir sind ja nicht irgendwie verstrahlt oder sonst irgendwas. Hier geht's weiter. Gibt's denn hier irgendwas Schönes? Oh, das Türchen auf. Was jetzt? Mal Dekontaminationsdusche, mal. Wehre dich unbemerkt Feinden, um sie geräuschlos auszuschalten. Also, wie sicher ist Ihr Zuhause bei einem Erdbeben? Sie halten das vielleicht für... Warte erstmal kurz, bis der andere da vorne weg ist. Lalalalala. Und so. Was ist das für eine Waffe? Scarab, na, die haben wir ja. So, du kriegst auch noch ein Messer in den Hals. Ist hier noch jemand? Ja. Jetzt haben wir uns noch schon aufhören. Da war doch eben jemand. Ach, da. Ja gut, die haben wir ja. Und Laptop benutzen. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Dann benutzen wir mal den Laptop. Versuchssystem Neustart. Erst Säuberung aktiviert. Erst Säuberung abgeschlossen. Standby. Magnetsiegel freigegeben. Was meinst du? Schadstoff entdeckt. Beginne automatische Systemabschaltung.
Brich die Sicherheitstüren auf. Mann. Habt ihr immer noch Wasser von der Decke oder? F, Tor öffnen. Komm schon! Ja, komm! Ich hab angehört, als würde ich kacken gehen, gell? Haha! Mann, das sieht wirklich so geil aus! Persona non grata. Achso, dann visiert er automatisch so ein Zeug an. Ja, das scheinen Aliens zu sein. Unsere Sicht verschwimmt, wenn Aliens anscheinend in der Nähe sind. Das verträgt sich nicht so ganz mit unserem Anzug. Ah, kommt man nicht rein. Get out and play. Ja, sehr, sehr wichtig, Leute. Get out and play, vor allem bei dem schönen Wetter, was zurzeit hier in Deutschland ist. Muss man einfach raus und spielen. So, ist hier irgendwas los? Aber hier ist gar keiner, ja? Ich kann ja nochmal kurz den Visor da anmachen. Hier hinten. Suchen, Kanten greifen, zerstören. Was ist da? Nachschub aufnehmen. Oh ja, komm, wenn wir doch gerade hier sind, nehmen wir uns noch ein bisschen Nachschub auf. Und da ist die Munition auch schon wieder voll. Na super. Oh, was denn da hinten? Dadurch, dass man sich hier so frei bewegen kann, gibt es echt viel zu entdecken. Und das werden wir natürlich tun. Wir werden hier nicht einfach so durchrushen. Eine Statue von der Käthe. Ja, Kate. Und hier sind Fotos von vermissten Personen. Missing. Bisschen pixelig das Ganze, aber gut. Man erkennt trotzdem, was es darstellen soll. Ist das Steven Gätjen, wie er heißt hier, von ProSieben, ehemaliger Moderator TAF? Aber es könnte auch dieser andere, einer Komiker da sein, wo ich gerade nicht weiß, wie er heißt. Kacke, wie heißt er denn? Ihr wisst, wen ich meine, oder? Guckt doch euch doch mal dieses Foto an. Schreibt mir in die Kommentare. Das ist ja auch irgendein bekannter Comedian. Ist, glaube ich, auch schwul. Ich weiß aber gerade nicht, wie er heißt. Wie gesagt, wenn ihr es wisst, in die Kommentare schreibt. Habe Kerkeling! Genau, ich meinte Habe Kerkeling. So, was steht hier? Don't mess with the Samurai. Sword in the Moon. Hören Sie, mit der Verbindung zum Anzug ist gerade irgendwas Größeres passiert. Völliger Zusammenbruch. Steht wieder, glaube ich, aber Sie sollten schnell herkommen. Alles fällt auseinander. Infektionen überall, Raumschweine. Und Cell will wohl alle keulen. Außerdem tauchen noch die Sep auf. Bleiben Sie in der U-Bahn, das ist sicherer als die Straßen. Hoffentlich haben Sie die Marines mitgebracht. Ja, ja, auf jeden Fall. V halten, Megatritt. Ja, geil. Ah, hier kann man reingehen. Ein bisschen Unordnung machen hier. Was gibt's denn hier? Orangensaft. Klopapier. Sweet Paper. Mit einem leicht bitteren Nachgeschmack. Ah, der Megatritt ist cool, oder? Bam. Oh, die Kiste brennt. Wie man es aus GTA kennt, weiß man ja. Wenn Autos brennen, schnell weg. Können wir uns hier nicht mal so ein paar Süßigkeiten nehmen oder so. Laptop benutzen. F-Halten, Laptop benutzen. Ah, es passiert nichts. Wups, das tut mir jetzt voll leid. Wollte ich nicht. Ja, sonst scheint es hier nichts Interessantes zu geben. Sony-Mülltonnen. Ja, bleib mal locker. Da kann man Mülltonnen kicken.
eher aufschlagen. Ah, ist da nichts drin. Kann man sich vielleicht drin verstecken. Aber ich nehme an, wir müssen hier hoch. Und Gegner. Ich kann nicht weglaufen. Na. Benötigt Benutzerangabe. Q-Panzermotor. Maximale Panzerung. Das sieht auch cool aus und hört sich auch cool an. Schaden zu absorbieren und die Überlebenschancen des Agenten im Kampf zu steigern. Der Panzermodus verbraucht Panzerenergie. Die Überlebenswahrscheinlichkeit in der Nähe explodierender Munition steigt.